Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dropsy. Ja, das Hühnchen erinnert uns nochmal dran. Oh. Das Hühnchen hat uns nicht dran erinnert. Das Hühnchen ist zurückgegangen. Irgendwohin. Haben wir jetzt die Quest verfehlt? Ich hoffe ja nicht. Nee. Aber okay, das ist wahrscheinlich zum Rest gegangen. Hühnchen. Naja, jedenfalls wir müssen. Kurz nach draußen gehen, Momento. Und dann in unser neues Dropsy-Mobil. Mit der Tille oben drin. Und dann erstes Ziel hier. Medizin. Das ist bestimmt die Kassette von der, warte. Von der Baustelle. Wir legen bestimmt immer eine andere ein. Treffe ich den hier? Ja, tatsächlich. Küken ist gerade nicht da. Ach, Menno, ach, leck mich doch am Sack. Gut, wir retten erst das Küken. Man hätte mir eh machen wollen, aber ich dachte, der Vater sah wirklich nicht gut aus. So, Dropsy Mobil. Das geht schön schnell. Ich schau erstmal hierher. Ja. Eigentlich ganz cool. Hallo? Kann ich ja vielleicht mit der Maus was machen? Kann ich vielleicht. Ach nee, warte, ich mach das hier. Der eine, das graue Ding sieht immer aus wie eine Schlüssel. Sonst sehe ich hier, glaube ich, auch nichts, oder? Da könnte ich was angucken, aber. Ich gehe mal außen rum. Ah, hier ist es. Ja, tut mir voll leid. Bist du jetzt wieder dabei? Ja, können wir hier irgendwas tun? Wir brauchen einen Schlüssel. Nee, ne? Und so ist abgeschlossen. Doof. Gibt das uns hier noch einen Hinweis? Nicht so richtig. Kommen Sie jetzt wieder mit? Ah ja. Okay, das finde ich auch nett. Ach ja, was ist denn hier eigentlich hier mit? Kann da? Das Küken was machen? Kannst du da hochflirten? Okay, eine Nachricht. Zeig mal her, das Ding. Okay. Fehlt die im Buch? Es ist eine blöde Vermutung, aber. Nö. Tja, ich weiß es auch nicht so recht. Ich schaue nochmal auf den Screen, sorry, aber. Ich kann hier wirklich nichts tun. Ja, ja, Hundi, da ist eine Tür, habe ich gesehen. Okay, ich kann also nach rechts. Küken ist am Start. Und hier kann ich noch die Tageszeit wechseln lassen. Okay, wir warten mal, bis es Nacht ist. Ich weiß nicht mehr, ob wir hier bei Nacht schon mal waren.
Passiert dabei bei Nacht was? Nee, aber weg kann ich auch nicht, ne? Ja, ja, Hundi hier. Kannst du bestimmt ja nicht weiterhelfen, oder? Ich wüsste mindestens nicht wie. Und die Maus? Maus, kannst du irgendwas tun hier? Komm schon, Küken, kannst du was tun? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen, muss ich zugeben. Ich kann hier vielleicht das Küken was tun. Komm schon, Küken. Tu was. Ey, kann die Maus da vielleicht von rechts rein, hier unten? Und das Ding da holen, was da ist. Das würde doch Sinn machen. Ah, okay, so kommen wir durch. Ich wusste nicht, was es darstellen soll. Okay. Nichts gut erfahren. Ach, komm schon. Ah, hier, der zweite Band. Ich hätte gerne diesen Schlüssel. Was? Warum denn? Ach komm, nur ein paar abstürzende Flugzeuge ist doch nicht das Riesending, oder? Schau mal, ich habe hier noch was für dich. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Kann ich das angucken, was hier noch liegt? Nö, ist nur das hier, ne? Kein vielleicht. Die Maus daran. Und das heimlich holen. Kein vielleicht, das Küken daran und das heimlich holen. Braves Küken. So, dann würde ich mal denken. Wir haben den Schlüssel zum Erfolg. Ah, der ist gut aus kaputt vorne. Vielleicht können wir den nochmal reparieren, früher oder später. Und der Schlüssel zum Erfolg. Komm schon. Jawohl, ja. Geht doch, geht doch. Was liegt da? Was ist das? Nicht das da. Vielleicht, keine Ahnung, ein Hammer, wo vorne der Hammerkopf abgebrochen ist oder sowas. Bin mir gar nicht mal so sicher. Und noch eine Kiste. Oh. Oh nein. No, das ist ja die Mutter gewesen. No. Oh Mann. Tut mir voll leid. Kriegen wir hier einen Knochen? Eine der Zutaten für die Suppe, die wir im TV gesehen hatten. Ach, Menu. Was gibt's hier noch? Ah ja. Wir können den Hebel, den wir gerade eben gefunden haben, für eine der beiden Dinge hier benutzen. Andere Seite? Achso. Geht gerade nicht viel. Naja. Hundi. Einmal buddeln. Oh. Das sind aber viele Skelette und Spitzhacken.
Ah, okay. Ah, dieses Ding also, okay. Ich kann nicht richtig sehen, was es ist. Oh, und noch eine Hand dazu. Danke. Eine helfende Hand kann man immer gebrauchen. Und irgendein Foto. Okay. Gut. Eine helfende Hand. Vielleicht irgendein Werkzeug dazu. Und ein Foto. Tja, was machen wir als erstes? Hm? Dropsy Mobil. Ich würde sagen, erstmal hier hin. Medizin für den Vater. Geht vor. So, mein Freund. Gib mir mal bitte ein bisschen Medizin. Ja, wir waren gerade eben noch da. Oh nein, nicht unser Hündchen. Oh, der Hund wollte eigentlich nur irgendwo hinpinkeln und ist dann da reingefallen. Schöne Scheiße. Und wo? Ach nee, Entschuldigung. Ich will da weg. Auf die Karte gucken. Wo denn? Wo ist denn hier so ein Automationsprozess? Da vielleicht. Ah ja, okay. Komme ich hier irgendwo hin? Kann ich hier irgendwas angucken, anquatschen, irgendwas tun? Klar. Okay. Maus. Kommst du hier hin? Nö. Aber du kommst dahin, nicht wahr? Ja, die klingen wirklich immer cool, die Dinger. Oh, Hund hat auch noch gefallen, findest du nicht so gut? Oh doch, das findest du. Den Hund findest du blöde. Und du findest gut, dass er runtergefallen ist, du blöde Sau. Komm ich hier lang? Nee, ne? Oh doch! Kann drüber fliegen. Okay, Kameras und ich. Ja, ich sehe den Hund. Aber was kann ich tun? Ich bin überfragt. Blödes Vieh, du bist scheiße. Können wir irgendwas tun? Küken? Die Kameras helfen uns ja jetzt nicht wirklich. Kannst du hier irgendwo lang? Nee, ne? Hilft uns hier irgendwo irgendwas weiter? Wo willst du hin? Oh, natürlich dort hin. Ich bin überlegen, lieber Zuschauer, überlegen. Aber hier scheint es nichts anzuklicken zu geben.
Und ich weiß, dass er im Abschnitt 2 hier mit Spitzhacke ist. Und das hier ist Abschnitt 3 mit Zahnrad. Vielleicht fehlt mir noch irgendwas, um das Rätsel zu lösen. Eine helfende Hand zum Beispiel. Wenn wir hier ein bisschen kratzen. Aber ansonsten, hier immer noch das Ding, was aussieht wie so ein Schlüssel. Tja, gehe ich jetzt wieder? Sieht so aus, ja. Komme ich vielleicht von irgendwo anders nochmal rein? Was haben wir für neue Gegenstände? Ach ja, die Angelegenheit, nicht wahr? Der Hund ist ja eh da unten bei Spitzhacke in den Minen oder was auch immer. Vielleicht? Ja, ist jetzt nicht unbedingt meine Art von Mucke. Für mich den Party-Roboter. Ach nee, war da ganz kurz falsch. Hier, ne? Ja, das breche ich mal ab. Nicht ganz. Aber okay. Ich wollte natürlich hier hin. Nein. Eins oben drüber. Und wollte zu dem Revolutionstypen mal kurz gucken. Hey Kollege, ich habe da was für dich. Schau mal, was ich gefunden habe. Eine Hand. Findest du nicht so beeindruckend? Aber schau mal, was ich auch noch gefunden habe. Ein Foto. Aha. Keine Ahnung. Ich habe übrigens auch eine Notiz gefunden, mein Freund. Und außerdem dieses Etwas. Ach, scheiße. Darf ich nicht nehmen? Weiß ich noch nicht mal, was es ist. Ein paar Kristalle. Ah, hier ist ein Hebel. Kann das sein? Junge, ich habe übrigens auch einen Hebel. Jawohl. Ein Hebel. Ganz genau, man braucht dazu zwei, mein Freund. Ja, vielen lieben Dank. Lass ich mal drücken dafür. Was? Ich will dich drücken. Naja, okay. Ich will mich mal nicht beschweren. Er hat uns immerhin geholfen. Da können wir das Sacklecken auch mal überspringen. Das sonst immer angebrachte. So. Dropsy-Mobil. Und wir wollen dahin, nicht wahr? Ich glaube, ich bin ein, zwei, rechts. Sogar zwei, zwei, rechts. Macht aber nichts. Ja. Oh. wir gehen da mal rein. Und hebeln da mal ordentlich was aus. Und zwar im Hebel Nummer Uno. Nicht. Aber. Wo ist eigentlich der zweite Hebel hin? Hä? Wir hat doch gerade eben noch zwei gehabt. Ach, das waren zwei Teile von einem Hebel. Oder wie? Kann ich ja vielleicht mit Händchen ran? Nee. Kann ich da vielleicht in diesem Teil ran? Nicht so richtig. Umarmen vielleicht nicht? Wir müssen auch noch das Hühnchen begraben gehen eigentlich, aber da fehlt der Hund dafür.
Naja, lieber Zuschauer, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was mit unserem anderen Hebel passiert ist. Ich dachte eigentlich, wir hätten jetzt beide zusammen können runter in die Mine und unseren Hund retten, aber irgendwie ist da was dazwischen gekommen. Ja, wir schauen mal. Ich werde in der nächsten Folge mal zurückgehen zu dem Typen, der uns den Hebel gegeben hat. Aber vielleicht der anderen einfach geklaut hat. Ja, und ansonsten war es erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und tödelö. Dropsy is that clown that the folks around town are wrong about. And he cares for them all anyway. With his signature smile and warm depth loving embrace. Dropsy is that clown that has secrets even he doesn't know about. Mysterious.